Haben Sie das Gefühl, dass Sie zu oft am Tag sitzen? Wenn ja, dann befinden Sie sich in allerbester Gesellschaft. Denn nach einer Studie von einer großen deutschen Krankenkasse sitzt der Deutsche im Schnitt über 10 Stunden am Tag. Und das ist für den Körper gar nicht gut. Denn wenn wir nur länger als eine halbe Stunde steif sitzen, drücken wir die Flüssigkeit aus den Wirbeln in der Wirbelsäule raus. Und dann, wenn wir aufstehen, schieben irgendwann die Knochen übereinander. Und das merkt man. Und wenn man das zu häufig macht, ist man ein orthopädischer Patient. Aber auch unser Immunsystem rechnet damit, dass es Bewegung bekommt. Das heißt, wenn wir länger als 2 Stunden sitzen, werden wir im Immunstatus schwächer. Unser Herzmuskel liebt Bewegung. Und wenn er die ganze Zeit sitzen muss, findet unser Herz-Kreislauf-System das auch nicht schön. Und zum Schluss natürlich auch unsere Verdauung rechnet damit, dass wir durch Bewegung in der Verdauung mithelfen. Und wenn wir die ganze Zeit sitzen, stören wir auch das. Deswegen versuchen Sie, so häufig wie möglich am Tag aufzustehen. Und Sie würden sich damit einen großen Gefallen für Ihre Gesundheit tun, wie viele Studien zeigen konnten. Wie Sie das praktisch hinbekommen, gibt es verschiedene Ideen. Sie können sich zum Beispiel, das mache ich gerne, ich setze in meinen Training so Fitnessarmbänder ein, die können unter anderem daran erinnern, öfter mal aufzustehen, die merken also, wenn ich zu lange gesessen habe. Dann können Sie sich natürlich auch selber Gründe schaffen. Das heißt, Sie stellen zum Beispiel den Locher auf die Heizung, Sie stellen den Drucker ein bisschen weiter weg oder Sie gehen ab und zu mal sich einen Espresso oder einen Kaffee holen. Schaffen Sie verschiedene Gründe, möglichst oft aufzustehen. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken.